Als neues Limousinen-Flaggschiff von Suzuki geht der Kisashi an den Start. Das Fahrzeug mit Stufenheck tritt im sogenannten D-Segment gegen VW Passat und Co. an. Der Name ist beim Kisashi Programm, denn übersetzt heißt er Vorgeschmack auf etwas Großes. In der Tat handelt es sich um den bislang längsten Suzuki. Mit 4,65 Meter wird sogar der Gran Vitara übertroffen. Der Kisashi ist mit manuellem Sechsganggetriebe und Frontantrieb für 26.900 Euro zu haben. Eine Allradvariante mit stufenlosem Automatikgetriebe kostet 29.900 Euro. Beide kommen ab Werk mit dem Sport-Design-Paket und sind damit serienmäßig voll ausgestattet. Einziges Extra ist die Metallic-Lackierung für 490 Euro. Zum Lieferumfang gehört eine umfangreiche Lederausstattung. Ab Werk dabei sind auch eine 2-Zonen-Klimaautomatik mit Staub- und Pollenfilter, eine Einparkhilfe für vorn und hinten, ein elektrisches Glasschiebedach, rundum elektrische Fensterheber sowie abgedunkelte Scheiben hinten. Der Fahrersitz ist zehnfach elektrisch einstellbar und verfügt über eine Memory-Funktion, eine Lendenwirbelstütze sowie eine dreistufige Heizung. Zur Serienausstattung gehören außerdem Xenon-Scheinwerfer, Licht- und Regensensoren sowie 18 Zoll Leichtmetallräder. Einzig verfügbarer Antrieb für den Kisashi ist ein 2,4 Liter Benzinmotor. Der Vierzylinder leistet 178 PS bei 6500 Touren. Das maximale Drehmoment von 230 Newtonmeter liegt bei 4000 Umdrehungen an. Im Test zeigt sich, dass der große Benziner die ruhige Gangart bevorzugt. Ideal ist ein Tempo zwischen 120 und 130 km/h. Das Aggregat gefällt mit seiner Laufruhe. Überzeugend ist auch die exakte Sechsgangschaltung. Suzuki gibt den Durchschnittsverbrauch des Kisashi mit 7,9 Liter an. Das gut abgestimmte Fahrwerk bügelt fast alle Unebenheiten weg, nur bei kurzen Wellen werden Stöße weitergeleitet, die aber den Komfort nicht einschränken. Praktisch ohne störende Einflüsse des Frontantriebs präsentiert sich die präzise Lenkung. Mit diesem Zusammenspiel lassen sich auch höhere Kurvengeschwindigkeiten realisieren.